Warum ist denn hier dreckig? Bedienung? Putzmann, wo bist du? Was ist das denn? Ich habe ja gar nichts hier drin. Eine Info könnte ich mal wieder hinbauen. Jetzt sind wir schon doch recht weit fortgeschritten hier im Park. Von der Entfernung zum Ausgang her. Deswegen werde ich da mal ganz eben hier noch einen hinsetzen. Damit auch die Leute ordentlich was, ne? So, Standardgetränke dürfen sie natürlich auch haben. Setze ich mal direkt neben die Kroko. Neben die Kroko-Balance. Na, wie geht's euch eigentlich? Mal kurz gucken hier. Zwei Leute spielen Golf, das ist schade. Ah, mit dem Kind, okay. Der da ist gelangweilt. Ach, der ist schon fertig. Ach nee, warte mal. Doch. Die haben gar keinen Golfschläger. Haben die bei der... Müsst ihr bei der Info kaufen. 10 Euro. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Dieser Junge hier, was hat der in der Tasche? Ein Aufblashammer. Eine Karte, okay. Hat denn hier einer von denen so einen Gutschein? Wie viel Geld hast du? Eintritt 45, Ausgang 3 Fahrten. Keine Souvenirs. Ausgeld. Ah, guck mal hier. Hey. 25 Euro aus dem Automaten nochmal rausgezogen. Nice try. Das bringt mich auch gerade auf eine Idee. Hier hinten braucht auf jeden Fall... Muss ein Geldautomat sein. Schade, dass man keine Abhebegebühren noch einnehmen kann. Kettenkarussell erfordert eine Notabschaltung. Okay. So, lieber Mann, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ich bin motiviert, ich fühle mich toll. Jawohl, du bist ja auch neu. So, da müsste ich ja eigentlich noch... Habe ich denn hier... Nee, habe ich nicht. So, das verkleiden wir natürlich jetzt nochmal alles ein bisschen. Mit tollen... Wo war das denn? Ich habe mir wieder nicht gemerkt, wo das war. Ach, beim Standard. Okay. Kaugummibaum. Riesenfruchtdrop. Ach so, die Achterbahn werde ich natürlich auch noch ein bisschen verschönern, denke ich mal. Aber ich glaube, hier sollten wir auch ein bisschen mit hier mit dem Gedöns arbeiten. Ne? Wie heißt das Zeug? Weiß ich jetzt nicht. Hecke. Manchmal komme ich auf das Wort Hecke nicht. Kennt ihr das, wenn das Wort euch auf der Zunge liegt und du kriegst es einfach nicht raus, weil du es nicht checkst? Weil es irgendwie... Ne? Das hat sogar einen psychischen Hintergrund. Das ist sowas Ähnliches wie... Ich weiß jetzt nicht, wie man das ordentlich ausdrückt, ja. Aber du hast quasi zwei Elemente im Gehirn, die dazu führen, dass du dich an etwas erinnerst und das aussprichst. Also den Wortlaut an sich. Ja? Und wenn eins dieser Sachen hängt, also quasi, du musst das so dir wahrscheinlich wie so zwei Schubladen vorstellen. Und wenn du diese zwei Schubladen nicht aufkriegst, nicht zusammen, dann weißt du es zwar im Prinzip. Ja? Du weißt es direkt fast, ja? Aber du kriegst es trotzdem nicht auf die Kette. Das ist so diese, da kommt dieses Sprichwort, es liegt auf der Zunge so quasi, ne? Es liegt einem wirklich quasi auf der Zunge. Apropos. Warum will die denn keiner fahren? Wie ist denn hier der Test der Ergebnisse? Hoch, hoch. Ja, die ist halt schon krass, ne? Die ist halt schon bei 7. Das ist halt schon heftig, ne? Aber diese Dinger finde ich geil. Und keiner will hier... Achso, vielleicht sehen die nichts. Hey. Vielleicht sehen die nichts und deswegen machen die da nichts. Wo ist es? Da. Wo sind die denn? Die Lampen? Warum sind die jetzt hier nicht dabei? Achso, weil ich das Scheiß hier ausgeschaltet habe. Alles klar. So, jetzt sind sie hier irgendwo. Da. Kann ich das hier mal eben wegmachen? Das nervt mich. Ach, die kann ich eh nur am Wegrand anbringen, ne? Ich trottel. Okay, dann hat sich das erstmal erledigt eben. Für den Moment. Du gehst rein? Ja. Die hat bestimmt so einen Gutschein, ne? Die alte. Nee, die hat nichts. Bargeld. Oh. Ist schlecht, ne? Hat noch 1,09 Euro dabei.
Aber warte mal, ist die Warteschlange, muss die nicht hier bezahlen? Ach, guck mal, da hat sie ihren Hammer dabei. Nichts. Was steht die da? Ah, die geht doch rein. Die hat bestimmt so einen Gutschein, so einen Gratis-Gutschein gehabt. Da wette ich mit. Da könnte ich mein Popo drauf verwetten. Außer die Aktion ist vorbei, dann hat sie natürlich keine und es hat sich reingeschlichen, die Olle. So. Wo waren wir denn gerade? Ich war hier bei dem... So, wo sind die Hecken? Aber warte mal, jetzt kann ich hier mal so draufklicken. Jetzt kann ich das nämlich viel flüssiger. Guck mal, siehst du das? Ich kann da... Mein Mausrad ist gerade deaktiviert. Oh, jetzt... Beim Zurückklicken hat es nicht ganz so geklappt. So. Guck mal, da können wir ein bisschen mit Hecken arbeiten, ne? So. Es gibt dem Ganzen ja ein bisschen mehr Gehalt, ne? Das wollen wir... Oh, ne, das wollen wir nicht. Dass hier nicht so viel... So Nacktheit herrscht, weißt du? So. Warum ist denn hier dreckig? Bedienung? Putzmann, wo bist du? Achso, apropos, wir könnten auch hier mal eben schnell ein bisschen was abdecken. Oh, ich habe hier immer noch das Ding drin. Zack. So, dass das ein bisschen getrennt aussieht. So. Schade finde ich an der ganzen Sache, dass es halt so wenig für Sci-Fi gibt, ne? Ich weiß nicht, ob ich da ein paar Rosen reinsetzen soll, dann könnte... Ja, eigentlich könnte ich hier so auf dem Park, könnte ich eigentlich einen schönen Brunnen hinsetzen, ne? Muss ich kurz mal gucken, was wir hier an Brunnen haben. Da muss ich kurz meine Maus wieder einrasten, so. Ich meine, so ein Delfinbrunnen ist ja ganz schön, ne? Ganz, ganz keckig, ne? Achso, warte mal. Gucken wir erstmal beim Standard, was wir da so haben. Ein U-Boot, ja, ist schön. U-Boot passt wunderbar dazu. Aber das war doch nicht alles, oder? Ein Periskop. Pegasus Springbrunnen. Ach ja, den wollte ich ja auch noch irgendwo hinklatschen, wollte ich gerade sagen. Hinsetzen. Oktopus, Muschelschale. Korallenriff, das passt alles nicht, ne? Von der Farbe her passt das, aber das ist zu klein. Guck mal, ich könnte eigentlich ein Schachbrett da hinsetzen, ne? Das ist doch auch was Schönes. So ein angedeutetes vielleicht, ne? Bisschen zu groß. Glockenspiel? Das passt aber auch nicht wirklich hier hin. Ah, ein Froschbrunnen. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Wahre, ne? Delfinbrunnen habe ich auch schon irgendwo hingesetzt. Armerbrunnen. Warte mal. Ja gut, das ist ja nicht Rollercoaster-Teig. Das ist ja Rollercoaster-Tycoon, ne? Da kann ich ja entscheiden, wie ich das will. So. Guck mal. Dann mache ich jetzt hier so ein Glockenspiel hin und verkleide ich das mit schöne Bonbons hier. Kaubonbons, ja. Und dann ist das schon geil. Und dann passt das schon fast wieder zum Stil hier. So. Habe ich denn noch so ein paar kleine Figürchen oder sowas, die ich da drunter setzen könnte? Das wäre natürlich ultra süß, ne? So. Ja, ich muss leider wieder ein bisschen durch die Menüs hier dudeln, ne? Aber ihr versteht, ihr müsst das verstehen, das ist Rollercoaster, ne? Und da ich das nicht vorher irgendwie alles abchecken will, ist das doof. Da will ich lieber live hier für euch. Ja. Verstehst du, was ich meine? So, dieser Goldkram, der ist echt doof. Das gefällt ja keinem hier. Großer Wagen. Das sind unsere Karamelldinger. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, kann ich schon mal ein paar Karamellbäumchen hinstellen. So, oh, die sind echt wuchtig, ne? Ja, aber die sind halt so. Das ist halt einfach so hier im Candyland, ne? Also eine Hexe hätte ich gerne oder sowas. Also eine Pfefferkuchenhexe, die da unten immer steht. Kann ich denn hier irgendwo Animatronik auswählen? Nee, ne? Da muss ich mich echt tatsächlich hier durchwuseln. Den Pegasus-Sprintgrund, der wird noch irgendwo hinkommen.
Piraten passen auch nicht so wirklich hier rein. Rechter Statuenfuß, nice. Riesenameisen. Ameisen werden eigentlich auch, ne? Süßes und so ein Kram, das passt schon wieder fast hier rein. Und diesen Tausendfüßler hätte ich gerne noch hier. Flügeldämon. Auch schön. Sargöffnungsanimatronik, das passt überhaupt nicht hier hin. Eine Schnecke. Ja, eine Schnecke passt auch, weiß ich nicht, so ein bisschen, ne? So, das ist ja so Fantasy-Style eher so, ne? Dann. Ich meine, was es ja im Endeffekt auch ist. Ne? Candyland und so, das ist ja eher so in diesen Süßigkeiten-Wunderland, ne? Und da ein Skelettkrieger rein, das wäre natürlich das beste Kram überhaupt. So, was wir jetzt auch haben, ist ein Soda-Stream. Ja, wenn euch das nicht sagt, das ist so ein Ding, wo du dann Wasser reinfüllst, Leitungswasser einfach und kannst es selber mit Kohlensäure versetzen. Ist eine tolle Sache. Wo ich die Skepsis fand damals, da habe ich an die Mineralien und so gedacht, ne? Weil natürliches Mineral, also Mineralwasser, was du kaufst, das ist natürlich auch versetzt mit verschiedenen. Oh, da hat es gerade geleckt, lustigerweise. Ist ja auch versetzt mit Mineralstoffen, ja? Die du halt so brauchst. Mineralien. So, und da habe ich halt Bedenken gehabt, dass Leitungswasser denselben Effekt erzielt. Lasst euch gesagt sein, tut es. Ja? Manchmal ist Leitungswasser sogar besser als so manche Mineralwassermarke. Ja? So im günstigen Preissegment. Und da haben wir uns gedacht, alles klar, geile Sache. Ne? Richtig schön Soda-Stream, bestes Modell momentan. Und reicht für 60 Liter so eine Kartusche. Das kannst du einfach austauschen. Entschuldigung. Das kannst du einfach schön austauschen. Und, also diese Kartuschen kannst du da auffüllen oder gleich tauschen lassen. Das kostet Zwacken, glaube ich. Und du hast 60 Liter Wasser, also bitte. Ne? Top. Das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, alles klar, das ist absolut sinnvoll. Kisten schleppen und so ist nicht mehr dann. Ne? Das ist super. Kann ich das hier kopieren? Und muss ich das jetzt extra wieder suchen? Wo sind die Gebüschkes? Jetzt scheiße, es wieder anmachen hier. Mann. Ja, für alle. Achso, ich habe hier unten. Habe ich das ausgemacht, ich Trottel? Sträucher. Ja, ich finde das auch so eben. Hier mal wieder durchscrollen. Hui. Da war jetzt ja noch nicht volle Action. So. Die kleine Hecke. Hier noch ein bisschen. Ja. Kleines Häuskes. So. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber schaut mal auf unseren Geldstand. Wir sind fast bei der Hälfte des Zieles angekommen. Bald ist Halbzeit. 427.000. Also so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Na, was heißt schnell, ne? Was ist jetzt hier für eine Folge? Ich weiß es gar nicht. Folge. Sind wir jetzt im 40er-Bereich schon? Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, 46 habe ich, glaube ich, hoch. 47. Das müsste jetzt Folge 48 oder 49 sein, tippe ich mal. Ja, wenn du jetzt noch abziehst, die Kampagnen, die ich vorher gemacht habe, dann kannst du dir ausrechnen, wie lange wir noch brauchen werden. Ja, gut, ich sag mal so, wir bauen ja auch weiter. Wir geben zwar aus, aber wir nehmen auch gut immer ein, ne? Das ist halt auch schon wieder so ein Vorteil für sich. Verstehst du? Na, und ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen. Ich meine, ist ja auch völlig egal. Ich bin immer noch sehr ausgelastet. Es gibt immer noch neue Dinge, die wir finden. Ich habe immer mehr. Du kriegst halt zwischendurch immer noch so immer neue Ideen, so, die du da einsetzen kannst. Ne? Und da bist du halt schon beschäftigt. Und bei der Größe des Parks, wobei wir, glaube ich, sogar noch dazu kaufen können, wenn wir keinen Platz mehr haben, werden wir noch eine Zeit lang hier beschäftigt sein. Ich würde mich allerdings fragen, was würdet ihr hier noch machen? Ja, ich würde gerne eure Meinung noch wissen. Beziehungsweise eigentlich nur deine. Ja, genau deine will ich haben. Die anderen sind mir egal. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare. Und dann kann ich dementsprechend, können wir ja mal, ja, was heißt abstimmen, ne? Ich gucke mir das an. Ihr könnt, die anderen können das mit einem Like vielleicht bejahen oder so. Und ich werde mich dann einfach da dran setzen. Und das vielleicht ein bisschen ausbauen. Und ein bisschen umsetzen. Wird schwierig nach exakt deinen Vorstellungen, aber kriegen wir hin.
So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin gerade hier so ein bisschen so am Labern die ganze Zeit, ne? Kommt nicht wirklich was bei rum gerade. Na, auf jeden Fall, wenn du eine Idee hast, eine Verbesserung, eine Idee, was du haben möchtest, was ist das denn? Ach, wie geil ist das denn? Das hätte ich ja auch machen können. Ob ich hier irgendwo was ändern soll, ob ich das erweitern soll, ob ich was abreißen soll, ob ich was verändern soll, ob ich was Neues setzen soll. Sagt's mir, schreibt's in die Kommentare. Ich werde mich drum kümmern. Ich lese regelmäßig. Eigentlich immer. Ich habe ja momentan noch eine sehr übersichtliche Kommentarleiste. Aber ich würde mich freuen darüber, wenn ihr mir Ideen, Wünsche gebt. Und ich versuche sie sogar alle umzusetzen dann. Sofern möglich natürlich, ne? Wenn ihr mir jetzt sagt, hier bau, weiß nicht, ne? Todesland. Dann kann ich das sogar machen. Ich habe ja Skelettkrieger, ne? Aber jetzt schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr sagt. Und dafür bin ich sehr dankbar. So, dann würde ich sagen, hier ist die Aufnahme auch schon wieder zu Ende. Wir haben zwar nicht viel gemacht, wir haben eine richtig schöne Achterbahn gebaut, die nicht geht. Also die zwar geht, aber die irgendwie keiner kriegt. Ach, die hat eine Störung. Na toll! Schon direkt am Anfang hat es eine Störung hier. Zeig dir nicht, wer hier eine Störung hat, Junge. Ist denn schon ein Techniker unterwegs? Techniker? Türen geschlossen nicht. Werde ich gleich mal dahin rufen. Ach, da kommt er ja schon, siehst du. Da ist er schon on the way. So, auf jeden Fall. Die Aufnahme ist rum. Wir haben nicht so viel geschafft. Wir haben ein bisschen was gequatscht. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr denkt, das gefällt anderen, dann teilt dieses Video. Und ja, dann würde ich sagen, aufs nächste Mal. Und denkt dran, Kommentare, ich lese sie. Auf dann der Fogato. Ciao.